So Leute, ich bin jetzt erstmal so. Willkommen zu Let's Play The Legend. Let's Play zu. Egal. Wir spielen Assassin's Creed 2. Offscreen war ich jetzt zurück in Mondrigioni und hab die Bank ausgebaut. Und den Schmied und den Arzt. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Boah, damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Kleiner machen, Leute, die Kisten plündern, in denen die Rüstungen von Firmilios Wachen transportiert werden. Dann ein Boot stehlen und zu Ugo bringen. Natürlich. Ja, ich habe offscreen habe ich da den Scheiß hier in Mondrigioni gemacht. Weil, ja, eigentlich was. Immer selber einfach nur Geld abheben, möglichst in die Bank investieren. Weil die Bank bringt einfach am meisten. Und da ist ein Kunsthändler. Ich habe endlich einen Kunsthändler. Ich glaub's ja nicht. Jo, alles einfach in die Bank erstmal investieren. Ich komme da nicht hoch. Denn, jo, das steigert einfach den Wert enorm und es macht auch, dass eure Kiste mehr tragen kann. Was ja natürlich doppelt gut ist. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. So. Was auch immer. So, ich brauche jetzt eigentlich nur die Schatzkarte von San Polo. Gemälde natürlich wie immer, bla 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 bla. Oh, aha. Wow. Nee, für das gebe ich jetzt nicht mein Geld aus. Und kommt bald wieder. Sondern holen wir jetzt gleich da oben die Kiste. Dann nehme ich mal die Spasten hier mit. Ah. Hier unten ist es ja schon. Supi, danke. So, eine Kiste habe ich. Darüber. Und den abreißen. Flutsch. Dann da hoch. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich nicht mit dem ganzen Geld, weil ich habe 22.000, was ich abgehoben habe von Mondrigioni, hatte ich ja 22.000 Florin. Aber irgendwie, ich war mal unschlüssig, ob ich jetzt Rüstung kaufen soll oder ob ich doch ausbauen soll. Ausbauen war mir dann doch die... Wow, drei Schätze auf... Wow, drei Schätze auf einem Haufen. Das, da wäre es jetzt echt gut, wenn ich irgendwie Diebe oder so hätte. Wenn man von den Dieben redet. So. Jetzt werden mal alle irgendwie aufgemoscht. Hier sind zwei, da drüben ist einer und da drüben sind noch die Rüstungen. Boah, Alter. So, 300 habe ich für die rausgeholt. Das habe ich hier schon 600 plus gemacht. 1600 plus gemacht mit den Schätzen. Also es lohnt sich wirklich, wenn man da einfach die Diebe oder die Kurtisanen oder auch die Söldner meinetwegen einsetzt. Aber meines Erachtens sind eigentlich die Söldner am unnützesten. Denn Diebe können euch immerhin auf dem Dach folgen. Das können aber Huren und oder Kurtisanen. Das können Kurtisanen und Söldner eben nicht.
Dafür bieten euch die Kurtisanen bieten euch Schutz, wenn es um... Du hast hier nichts. Laju, da ist der. Komm, ich bin doch nur einer. Aua. Ja, die Kurtisanen bieten euch Deckung, was eben auch keines der anderen beiden macht. Und die Söldner sind eigentlich nur kampfstark. Die Söldner werden eigentlich nicht richtig besiegt von den anderen, aber ich weiß nicht, mir persönlich ist es lieber, wenn die mir irgendwas bringen. Also die Diebe finde ich einfach extrem nützlich, weil ich einfach gerne übers Dach renne. Auch wenn die jetzt oben Bogenschützen sind, aber die bringen es einfach. Die gehen euch einfach nicht verloren, wenn ihr mal wirklich oben drüber rennt. Was ist denn das? Warum ist hier Sperrgebiet? Zack. Zack. Move aus Assassin's Creed 1. So. Das waren dann die drei Rüstungen. Jetzt muss ich noch ein Boot stehlen. Mal ehrlich, warum ist hier Sperrgebiet? Nee, zu euch. Kann ich nicht einfach so das Boot stehlen? Jo, ich kann einfach so das Boot stehlen. Ich muss ja nicht extra auf die warten, bis die mich jetzt doch einfach in Ruhe lassen. Okay, das war ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir auch den Auftrag erledigt. Von Bord gehen, das Boot zu übernehmen. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Supi. Kleider machen, Leute, synchronisiert. Und natürlich geht's direkt weiter. Nein, ich mach den Turm da oben immer noch nicht. Zack. Gut. Supi. Ich glaube, es gibt keinen anderen Eingang in die Diebesgilde. Doch. Ha. Das wusste ich ja bis heute nicht. Geil. Ich bin da immer ins Wasser gesprungen. Alles muss raus. Mit Antonio und seinen Dieben zusammenarbeiten, um Emilia zu besiegen. Ja, klar, machen wir. Bitte, herein. Oh. Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber tut es leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Wachen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt? Formieren wir uns vor diesem Gebäude neu. Und planen die nächsten Schritte. Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Hals- und Beinbruch. Ja, irgendwie will ich niemals was mit denen machen. So. Ich habe jetzt noch Bock auf den Schatz. Der ist nämlich da irgendwie so nebendrin. Sozusagen ein Pavillon. Ich will es gar nicht wissen. 204 Meter zu denen. Oh. Okay. Man denkt jetzt 5 Ziele. Oh, das dauert jetzt so ewig lang. Aber es dauert gar nicht mal so lang. Es dauert gar nicht mal so lange. Weil die sind alle auf einen Punkt.
Und die werden dann alle miteinander einfach gekillt. Alle auf einen Streich. So. Natürlich. Ich habe nämlich ganz kurz die Diebe. Oh. Ich habe ganz kurz Diebe erhascht und habe ich gedacht, die könnte ich doch mitnehmen. Da bin ich direkt drauf zugesprungen und ja, Fade. Da oben ist doch bestimmt ein Seil, über das ich laufen kann. Ja. So, gleich sind wir da. Na, es sind noch 100 Meter. Pflege für alle. Ihr habt nichts gesehen. Habe ich noch eine angeheuerte Fraktion? Zum Geschäft. Ich nehme vorsichtshalber wieder ein paar mit. So, ab hoch. Hier kommt der kühne Edelmann mit langem, starkem Arm. Der lange Edelarm mit seinem schwarzen Arm. Laju, da ist er! Wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er? So, aber da drüben sind meine Ziele. Das Betreten der Dächer ist verboten. Er ist hier, du gehörst. Wem gehörst du? Bastardo. Eccolo. Da, da. Lass los. Ich lass los. Unter Stronzo. Da. Merda. Auf ihn. Wo ist... Da. Auf ihn! You die! So! Zwei fehlen noch da drüben, einer. Ja. Na, ich bin direkt mitten reingesprungen. Da habe ich beim dritten angefangen und dann, ja, muss man immer wieder zurück. Blöd. Schatz. Also die 500, die lohnen sich. Also für den kleinen Umweg, den ich für den Schatz machen muss, kann keiner was sagen, dass ich so viel Geld raushole. Hey, hier geblieben. Ja, ich lass los. Zack, you died. Antonio treffen, mach ich. Ich denke nicht, dass er oben auf dem Turm ist, sondern eher da unten. Scheiße, ich wollte eigentlich in den Heuhaufen. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Let's do it. Okay. So, jetzt machen wir das Ganze schnell. Denn die Folge geht ja schon recht lang. Und ihr wollt ja noch einen Kopf rollen sehen. Ja, okay, sein Kopf lasst schnell rollen. Aber er rollt. Zumindest stirbt er. Hier ist nichts für dich, Bauer. Doch. Hier sind ein paar Idioten für mich. Das könnte jetzt blöd sein. Perfekt, jetzt mache ich dasselbe wie die Julia am Anfang. Nein, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Rossa, oder? Ich
glaube mal Rosa heißt sie. So. Oben sind wir jetzt mal. Ich glaube, ich darf gar nicht entdeckt werden. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie. Es ist der Assassine, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konnte er so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. So. Ich glaube, ich darf nicht mal entdeckt werden. Was genau wollt ihr? Der Meister wollte ein Treffpunkt rufen. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen Rat wollt, macht er dann einen weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht sicher. Seta ist eine Festung. Ergreift ihn! Zack, einfach reingerannt. Ich habe keine Ahnung, wen ich umbringen muss, aber... Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch... Es gibt keinen anderen Weg. Requiescat in pace. So. Warum sind die jetzt gerade alle gestorben? Verzeiht, wir konnten nicht widerstehen. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht, holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Robin Hood? Sagt mir, Ezio, wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. So, ich glaube, das war Sequenz 7 schon. Ja, kann gut sein. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 7, Ende. Mann, das war ein geiles Ende für Sequenz 7. Also, man sieht sich dann zum nächsten Part. Wuhu!